Moin und herzlich willkommen zurück zum FIFA 20 Karrieremodus mit dem 1. FC Kaiserslautern, nachdem wir im DFB-Pokal krass ausgeschieden sind gegen VfL Wolfsburg. Wir hatten einfach keine Chance, so wie gefühlt jedes Spiel, und ich denke, da ist echt wieder Gutmachung gefragt. Wir sind 9. mitten im Mittelmaß, 13 Punkte vom dritten weg, glaube ich. Ja, und wirklich, unser Spiel ist grausig und ich weiß nicht warum. Ich kann wirklich nichts dagegen tun. Deswegen hoffe ich einfach, dass sich das ändert. Hut geht's gut, der geht mal raus. Matuidi, sie sind alle so leicht angeschwächelt. Das ist nicht so bedeutend viel, aber es nervt mich trotzdem. Gabriele, mal gegen Hut raus. Vielleicht brauchen wir mal einen Skalatidis-Ersatz oder so, keine Ahnung. Oder heute mal ganz anders. Wir machen Gabriele nach ganz vorne, ne? Und hoffen, dass es mal irgendwie funktioniert. Denn es... Möchte eine... Was war das denn? Ich drück vorher schon schießen. Warum macht er es nicht? Aha. In der Winterpause muss ich auf jeden Fall zuschlagen, was Transfers angeht. Weil, keine Ahnung, zum Beispiel Bereich Torwart, der wird vielleicht unser kommendes Talent, der wurde viel zu früh ins kalte Wasser geschmissen oder so. Auf jeden Fall geht mir das auf den Sack, diese Torwartfehler und diese Spielfehler, und ich weiß einfach nicht, was ich dagegen tun kann. Na gut, ich streng mich jetzt an und hoffe, dass ich diesmal ein gutes Spiel hinlegen werde. Und dass alles besser wird. Spielkommentator, Zock gefroren, am Stissel wieder. Beim Kieler Wetter sehr bewölkt. So sieht der Himmel in Kiel öfter aus. Und ja. Hoffen wir doch mal, dass das Spiel nicht ins Wasser fällt. Eberwein. Griechischer Eberwein. DJ Sung. Auch schon wieder, ey. Ich lese diese koreanischen Namen so oft irgendwie. Stöbern die da immer rum oder was ist das? Pick fängt schon mal ganz gut an mit dem Zweikampf von Pick. Slivka Meffat, der müffelt ein bisschen, so klingt der Name auf jeden Fall. Ich kann den Voral. Klingt erfunden. Und Einwurf. Sehr schön. Gut verteidigt, mein Freund. Gut verteidigt. Immer schön verteidigen, Leute. Ignowski. Der war mal bei Werder Bremen, das weiß ich. Die spielen jetzt hier mit uns Katz und Maus. Ich wusste, dass das passiert. Der kann da einfach durchrennen, oder was? Nein. Ignowski, Voral. Ich habe jetzt schon keine Chance. Los, Tick. Wuff. Sternberg. Schön. Oh, da ist er. Da ist der Ball auf Pick. Ich hoffe, der braucht dafür nicht noch eine Chance. Oh, nee. Einfach reinmachen. Ja, voll easy peasy. Gabriele macht das Tor direkt bei der ersten Partie. Krass. Also erste Partie, die er da vorne im Sturm spielt. Sehr schöner Laufweg. Wunderbar. Denn ich muss sagen, unser eigentlicher Stürmer Spalvis, der macht da vorne nichts. Und wenn er den Ball hat, verliert er den immer sofort. Ich weiß auch nicht, was da los ist bei dem. Slivka. Ich wollte den ja eigentlich verkaufen und dann hat er sich ja eigentlich wieder gebessert und jetzt fängt er wieder so an. Für den kriege ich bestimmt ein nettes Sümmchen. Der passt bestimmt in andere Spielweisen besser rein als bei mir. Ne? Ich weiß nicht. Vielleicht sollte ich ihm trotzdem vertrauen. Oh nein, ich wollte den Spieler nicht bewegen. So, Sejong Jae. Schon wieder. Dieses Jae, dieses überall da. Boah. Was für ein chilliges Abspiel, das nicht ankommen, aber das sah schon ziemlich cool aus, wie der andere da ins Nichts gegrätscht ist. Ich habe gar nichts gemacht. Aber Gabriele ist Feuer und Flamme für Pizza heute. Was ist da los? Nijai Sung. Baku. Ey, das ist der Baku, den ich hatte, ne? Den ich hatte bei... Oh ja, der ist so schnell, das muss der sein. Bei... Wie heißt denn das? Großaspach. Sonnenhof. Scheiße. Ich wollte das anders planen, aber die sind sehr merkwürdig gelaufen, dass ich schon wieder nicht ordentlich spielen konnte. Abspielen konnte.
Weg damit. Sehr schön. Sternberg. Pick, was machst du? Sehr schön, Sickinger. Da ist er. Skalatidis. Ach, das war klar. Die waren so gedeckt und... Schönes Zusammenspiel mit Bergmann. Schön, fast schönes Zusammenspiel mit Gabriele. Ich merke schon, die Zweitliga-Verteidiger, die verteidigen mehr am Mann irgendwie. Keine Ahnung, ob das jetzt einfach nur so eine Phase ist oder ob das immer so der Fall ist, weil das jetzt bessere Gegenspieler sind oder. Muss ich mich vielleicht auch dran gewöhnen, das weiß ich nicht. Das kann natürlich sein. Kübler chillt ein bisschen zu sehr, meiner Meinung nach. Skalatidis. Guckt euch das an, wie langsam der komisch läuft irgendwie. So, schön im Zusammenspiel und da spielt er den hoch und Kübler nimmt den an und was tut er? Er chillt und flankt den aufs andere Eck, aber der Torwart Gelios, wie ein Genie, wie ein Genie halt einfach. Scheiße. Skalatin, boah, wie hast du den Ball denn da erkämpft? Egal, spielen wir ihn einfach da so hin. Fernschuss und Gelios, wie ein Keeper, den auch halten muss. Mann, der war direkt auf Mann, ne? Der gehört zur La Familia. La Familia. Der Laden. Wieso kommt der nicht an den Ball? Dankeschön. Bachmann. Ach, oh, der läuft nicht. Das hätte doch seine Chance sein können. Sternberg. Yannick Sternberg. Weiß nicht, wohin mit dem Ball. Spielt den lieber nicht ordentlich ab, sondern Moral in die Füße. Slivka. Schmidt. Ignowski läuft. Alter, wenn wir den Sieg haben wollen, müssen wir jetzt handeln. Leute, die Moral muss wieder gut werden. Könnt doch nicht so scheiße spielen. Abseits. Woral worried about the Abseits. Woral, was ist das für ein Name, Mann? Krass. Pick. Skalatidis. Kübler sprintet ein wenig, aber hört dann auch wieder auf. Und dann kann ich nichts machen. Ich konnte niemanden anspielen und dribbeln ja anscheinend sowieso nicht. Das kann ich gegen diese Verteidigung und gegen meine laschen Spieler, das brauchen die gar nicht wagen. Überhaupt zu dribbeln. Baku, ist es der Makana? Wir wissen es nicht, aber er ist auf jeden Fall gut. Ja, spielen. Schön, Skalatidis. Schick einfach Dings, denn wir wissen ja eh nicht, wo wir hinspielen sollen. Alter, in der Mittelfeld ist alles voll von denen. Was soll ich da machen? Zurückspielen, da ist Sekinger, spielt ihn chillig, pickt sich den Ball, spielt raus, pick. Läuft. Nein, warum spielst du denn nicht schneller und besser? So schwer ist es nicht. Woral. Ja, schön. Komm nicht hinterher, warum auch immer. Der ist anscheinend schnell wie der Wind. Warum läuft denn keiner? Bertram kämpft wenigstens irgendwie. Da ist Skalatidis auf Gabriele. Der schickt Pick. Oh mein Gott, Pick steht da. Pick steht da auch noch. Den kannst du schicken, oder was? Krass. Einfach. Guckt euch das an. Ich kann den nicht anspielen, weil der lässt sich da einfach. Einfach überrennen und kämpft einfach nicht. Das kann ich nicht leiden. Leute, spielt doch ordentlich. Und der ist so schnell, das bringt mir auch nichts. Der ist zu schnell für mich. Wäre der in die Mitte gezogen, wäre er weg gewesen. Baku mit einer super Aktion. Schön, Otto. Schön. Diesmal hat er nicht den Otto gemacht. Halbzeit. Wusa, Leute, Wusa. Wir führen zur Halbzeit, aber es fühlt sich nicht gut an. 0-0, Hannover gegen St. Pauli. Kübler ist jetzt schon wieder völlig im Arsch. Das merkt man auch, wie er läuft. Der läuft echt wie Scheiße. Fechner rein. Spalbis, ey. Krass. Gabriele, was? Tempo 82, Bertram Tempo 76, Pick 92. Wo war der Spieler, ey? Keine Ahnung, wir gehen einfach weiter rein. Fortsetzen. Gabriele mit einem Anstoß. Fechner. Schad.
Und der künstliche Schad und Aromastoffe. Bertram. Spiel zurück. Sickinger. Durch die Mitte. Bergmann. Fechner. Spiel zwar so ein bisschen ballbesitzmäßiger. Keine Ahnung. Ach, das war so schlecht. Ich hab's schon gesehen. Woral. Aber ich weiß einfach nicht, wo ich hinspielen soll. So, ne? Ich meine, ich hab's eigentlich nicht eilig. Sollte ich doch ein bisschen langsamer sein, ey. Schön. Skalatidis. Spielt ihn einfach raus. Schad. Versucht es wenigstens irgendwie, den noch weiter zu spielen. Teska. Was ein grotesker Pass von Teska auf Schmidt. Seo Jung Young. Keine Ahnung. Jai. Wahrscheinlich. Nein, was für ein schlechter... Was soll ich da machen? Abseits? Kein Abseits? So ein Scheiße. Sie waren einfach in Überzahl. Krass. Was soll ich da machen? Die verteidigen wie Kacke. Eieieiei, da kann doch keiner einfach freistehen. Was ist da los mit euch? Bergmann. Dann sagt man, man will ja was besser machen und dann klappt aber trotzdem nichts. Guckt euch das an, wie viele die da sind. Dann machen sie so überfallartige Angriffe oder was? Das ist eine Taktik auf jeden Fall. Gegen uns auf jeden Fall funktioniert die 100%. Das kann ich... Mann, wenigstens nicht mal einen Kopfball schaffe ich in der Saison, glaube ich, oder so. Nach Flanke kriege ich keinen Kopfball aufs Tor. Ecke kann ich direkt vergessen. Bergmann. Ach, komm. Bisschen Glück. Darauf muss ich mich auch mal verlassen können, dass man auch mal ein bisschen Glück hat. Ein bisschen, dass er zwingt. Bertram, er läuft über außen, aber da ist niemand in der Mitte. Und dann stolpert der über den Ball und der Ball über ihn, meine ich. Und was ist hier los immer? Baku. Ich meine, unentschieden wäre besser als verlieren, aber der Tag ist noch jung, Leute, der Tag ist noch jung. Er lässt sich tunneln. Eberwein macht irgendwelche Moves und ich kann nichts machen. Baku, zu schnell für alle. Zu schnell. Boah, dann kommt der passt fast nicht durch. Schad läuft, über außen. So, komm, jetzt mach was. Schad, du kannst laufen jetzt. Lauf einfach, Schad. Schad, lauf, lauf. Ich wusste nicht, wo ich hinspielen soll. Warum? Mühling. Sieht aus, als wenn die Spieler keine Mühe geben, irgendwie zu sich freizulaufen. Also, ach komm. Bertram. Diese Pässe, sie machen mich... wahnsinnig, Leute. Sie machen mich einfach wahnsinnig. Was soll ich machen? Ich kann doch nichts machen, so. Skalatidis. Vorne ist schon wieder zappenduster. Der wird einfach geschickt. Aber warum läuft der denn nicht da irgendwie sich frei? Irgendwie. Spiel doch mit. Ja, war klar. Awuku, Mühling. Mühling läuft. Pick fängt den Ball, aber die zweite Bälle, die krieg ich nicht. Awuku. Geiler Name. Ignowski. Meffert. Spielt den Ball einfach nach vorne, der kommt natürlich an. Awuku über außen. Spielen weiter. Irgendwie wieder weg. Irgendwie. Guck mal, wie schön die gegnerischen Spieler raufgehen. Alter, sie gehen so gut rauf. Die laufen direkt hinterher. Warum machen meine das nicht? Ich hab sogar auf... Wie heißt das? Auf... Hier quasi... Dass die immer raufgehen sollen. Gemacht. Ich hab vergessen, wie sich das schimpft. Sehr schön, sehr schön. Einfach rein und Gelios hält. Verrückt.
Oh, was für eine schlechte Flanke. Nicht Druck. Mann, immer, dass sie raufgehen soll. Wie heißt das denn? Komm. Einfach rein das Ding. Nein, ja, ja, ja. Hui, Pick. Dankeschön. Aggressives Abfangen, glaube ich, oder so. Irgendwie so. Spalbis. Oh, das war ja... Mann. Oh mein Gott, ich werde sowas von auf defensiv stellen. Wird wahrscheinlich nichts bringen, ne? Aber ich sag's ja nur. Teska. Was ein grotesker Teska. Siyong Jai. Set? Seo? Meine Herren, ich kann das einfach nicht lesen. Awuku. Ignowski. Und er kriegt den Ball nicht. Awuku. Irgendwelche Stunts mitten im Mittelfeld hier. Oder ja, bei mir. Ach komm, ey. Verliert doch den Ball jetzt nicht. Skalatidis. Ignowski. Schön raus. Schön in die Mitte. Aber Sickinger, passt auf. Schön auf Pick. Pick läuft. Pick läuft. Pick läuft. Pick läuft. Schön raus. Der ist nicht abseits. Er täuscht an. Der Starke. Er täuscht an. Er. Der geht nicht rein. Wie verzerrt. Ball. Ach komm, Starke. Was ist da los? Was war das denn? Und Spalbes. Direkt vorm Tor. So, schön. Schön, schön, schön. Schön. Das könnte noch was werden. Schön. Skalatidis. Pick. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Und der schießt nicht. Natürlich nicht. Scheiße. Ich habe auch langsam gemacht. Ich weiß. Aber ich dachte, wenn wir ruhig bleiben, klappt das schon irgendwie. Awuku. Awuku. Nein. Letzte Chance oder was? Kommt nach hinten, Mann. Kommt doch einfach nach hinten. Schön. Bachmann. Sehr schön. Er hat abgepfiffen. Oh mein Gott. Gewonnen. Kehre in dich. Kehre in dich, Herr Zockgefroren. Du schaffst es. Sehr schöne Aktion. So ein Standardtor von uns. Aber sehr schön. Oh, wir haben gewonnen. Wisst ihr, wie erleichtert ich ein bisschen bin, dass wir jetzt mal ein Spiel gewonnen haben? Wir machen auch Interview, um das noch ein bisschen zu pushen, Leute. Hannover gewinnt natürlich. Die sind ja wahrscheinlich, werden die auch Erster sein am Ende. Irgendwie so. Aber krass. Ich bin so fertig, als hätte ich einen Kampf gemacht. Vielen Dank, dass Sie kurz rübergekommen sind, um uns ein paar Fragen zu beantworten. Warum? Ich werde echt voll nächstes Mal sein Debüt feiern lassen. Nein, geht nicht. Er ist Rotationsspieler. Was wollt ihr? Man muss auch mal Geduld haben, Junge. Du hast eine 55er Wertung. Sie konnten durch das entscheidende Tor im zweiten Durchgang einen knappen Sieg einfahren. Was war aus Ihrer Sicht heute ausschlaggebend? Also Ausschlag habe ich von den Fehlpässen bekommen. Konzentriere mich hier auf das nächste Spiel, Mann. Ja, genau. Das ist eine gute Antwort. Klar habe ich das. Ich habe aber der Mannschaft vertraut. Das sage ich nur niemanden. Danke für dieses. Jo. Kein Problem, kein Problem. Pick-Tor besiegelt, keine Niederlage. Ey, das war ein Glückstor. Ich gehe. Das war komplett ein Glückstor. Der Schuss vorher hätte schon reingehen müssen, eigentlich. Was für Ziele sind gefährdet? Nachwuchs. So. Ja, ich werde mir Mühe geben. Jetzt geht's bergauf, glaubt mir, Leute. Wir sind jetzt schon Sechster, ja? also das wird schon. Das wird schon wieder, Leute. Ich bin mir sicher, dass wir jetzt hier, guck mal, unseren direkten Rivalen überholen werden im nächsten Spiel. Und ja. Ich hoffe, ihr schaltet einfach das nächste Mal wieder ein. Bis zum nächsten Mal und ciao.